Hallihallo, wir sind hier wieder bei einer neuen Folge von dieser Adventure Map hier, Zelda. So, jetzt schauen wir mal. Im Moment ruckelt sich's gerade ein kleines bisschen ein. Hilft nicht. Werden wir schon schaffen. Sind wir ja schon gewöhnt, wenn ich auf meinem PC spiele. Was hilft es? Wie ein paar schon vermutet haben, müssen wir auf die Häuser rauf. Und der Map-Ersteller hat mich angeschrieben und hat mir gesagt, hast du schon eine Komplettlösung geschaut? Und ich habe das total vergessen, denn von diesem Spiel gibt es eine Komplettlösung. Das finde ich persönlich genial. Das ist super. Jetzt müssen wir nur noch das Haus finden. Und zwar von Ofper, glaube ich, hieß der. Von dem müssen wir jetzt das Haus finden. Denn durch dessen Haus können wir hinauf. Schauen wir mal, ob wir das Haus auch finden. Vermutlich sollten wir das finden. Wo ist es denn? Das Haus von Ofper. Und der Schmieds, Schlafis, Weges, Rolf. Was? Rolf Nacktaschers Haus. Ach, Moment, jetzt habe ich ja total was vergessen. Ich muss fast noch mal ganz kurz. Oh, wer bist denn du? Raus, du Perversling, aber sofort! Hilfe, Rolf, draußen steht ein Junge und ich bin nackt. Kreisch, raus! Okay. Sind wieder draußen. Ich habe total was vergessen. Jetzt muss ich noch mal ganz kurz eine Pause machen, weil ich wurde darauf hingewiesen, dass ich vermutlich eine Kiste übersehen habe. Da schaue ich jetzt gleich noch mal nach, nämlich gleich wieder da. So, und jetzt bin ich auch schon wieder zurück. Ja, jetzt habe ich mir den Namen wieder nicht gemerkt. Mensch, ich hätte eigentlich schnell mal schauen sollen, wer das war. Ich bedanke mich auf alle Fälle für den Hinweis. Das ist richtig, hier ist eine Kiste versteckt. Wo war jetzt das gleich nochmal? Hier irgendwo? Hier irgendwo? Hier. Ah, oh, super. Danke nochmal für den Hinweis. Tut mir leid, dass ich mir deinen Namen nicht gemerkt habe. Obwohl ich eigentlich jetzt gerade nachgeschaut habe. Ich hoffe, du bist mir nicht böse. Ansonsten hole ich das gerne wieder nach. Oh Mann. Okay, so, aber jetzt müssen wir mal gucken, wessen Haus denn das ist. Wo ist denn dieser Ofper? Ne Weges Haus. Gehen wir diesen Gang durch. Links Haus. Schläge irgendwas. MF irgendwas. Deprimis Haus. Die Kiste da hinten habe ich schon mitgenommen, ne? Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher. So. Haus der Informationen. Nee, also hier kann es eigentlich schon gar nicht mehr sein. Na, jetzt aber. Es muss ja eigentlich hier sein. Ja. Das ist Linkshaus. Weil das hier ist es ja wohl kaum. Weil da komme ich ja so nicht hinauf. Weges Haus, Rolfs und Nacktaschers Haus. Na jetzt aber. Wie kann man so blind sein? Oh, wo geht's denn da hin? Wo geht's denn da hin? Ja gut, aber da müssen wir noch nicht hin. Ich weiß, dass das hier jetzt eigentlich das Erste ist, was wir machen müssen. Guck mal nochmal, unter Schmiedshaus. Unter und Schmiedshaus. Ha. Wie scheiße das Leben doch ist. Findest du? Ist es so schlimm? Und wie schön das Leben doch ist. Ja, aber das ist nicht das Richtige. Das gibt's doch nicht. Schlafis Haus. Schlafi brauchen wir aber nicht. Hinter Schlaufe ist nichts. Hätte er sein können. Mist. Das ist auch eine Leiter. Auf das Haus müssen wir auf alle Fälle rauf. So viel glaube ich mich zu erinnern, dass ich das so gelesen habe. What? YouTube Video hochladen? Ein PC, da schau her. Haha. Ja, nee, bin ich jetzt so blind? Schlägedecks Haus. Wir brauchen aber nicht das von Schlägedeck. Wir brauchen das von Ofper. Wo ist denn der? Nein. Nein.
Oh, gibt's ja nicht. Ach, da ist es ja. Und die Kiste haben wir schon ausgeräumt, genau. Da ist es ja, das Haus. Okay. Jetzt müssen wir nochmal gucken, wo wir jetzt hin müssen. Wir müssen irgendwo rauf. Ich kann es jetzt mal versuchen, ob das hier klappt. Nee. Zumindest hat es jetzt nicht auf Anhieb funktioniert. Es hieß irgendwas mit über die Zäune. Aber das hier ist es nicht. Jetzt versuchen wir es hier nochmal. Und nehmen Anlauf. Wow. Nein. Nochmal. Ach ja, jetzt geht's hier wieder los, ne? Ich hätte mir vielleicht die Komplettlösung öffnen sollen. Das würde mir mit Sicherheit ganz viel helfen. Deswegen jetzt nicht wundern, dass ihr jetzt gerade nur den Startbildschirm seht. Aber ich öffne jetzt mal eben ganz schnell die Komplettlösung. Weil ich weiß, es ist schon wieder so fällig von mir, ne? Ihr werdet mich so auslachen. Eieiei. Nee, nur damit ich das nicht ewigst in die Länge ziehe, mal gucken, wo wir eigentlich hin müssen. Ich hatte es mir eigentlich durchgelesen. Also nicht die komplette Komplettlösung. Ja, okay. Na gut. Machen wir aber die Komplettlösung wieder zu. Weil ich ehrlich gesagt nicht möchte, dass das mir jetzt hier total das ausbremst, zu dem ich jetzt nicht die ganze Zeit gucken will. Okay, wir müssen also darauf. Wie auch immer wir darauf kommen. Das ist jetzt natürlich die Frage. Da kommen wir nicht rauf, das war eigentlich klar. Ja. Aber so kommen wir nicht rauf, ne? Das muss mir mal einer erklären, wie das funktionieren soll. Moment. Ah, jetzt Moment. Ich habe eine Vermutung. Ich sage ja, ich habe nicht alles gelesen, weil das macht ja auch für mich keinen Sinn, wenn ich mir jetzt hier alles durchlese. Dann jetzt schon wieder angestellt. Ruckel, ruckel, ruckel. Was hast du denn heute? Ich verstehe es nicht. Ich muss meinen Computer, glaube ich, jetzt dann echt mal grundreinigen. Sprich mal, defragmentieren und den ganzen Kack machen. Was denn? Ja, jetzt geht's wieder los hier, ne? Ja, Moment. Machen wir es auf die doofe Tour. Selbst auf die doofe Tour klappt's nicht. Ich bin so blöd manchmal in diesem Spiel, meine Herren. Ich dachte ja, heute nimmst du mal so eine richtig geniale Folge auf, wo alles klappt. Aber ihr seht ja selbst, dass bei mir nicht alles klappt. So. Nein, was habe ich denn jetzt angestellt? Das wollte ich doch gar nicht. Ach Mensch, wir hüpfen wieder auf den Typen darauf. Von dem Typen auf das darauf. Was? Jetzt rutscht er da ab, meine Fresse. Ne Kuh. Oh Gott, ich bin so doof, Mensch hier. So. Oh, jetzt knallt er da wieder runter. Oh, und jetzt fängt es auch noch zu regnen an, was ja super ist, weil das ja auch der Framerate so gut tut. Nicht auf Erfolg, Entschuldigung. Ich wollte auf Optionen. Ich wollte hier das mal runterstellen. So. Ah, Mann, ich hasse das Spiel jetzt schon wieder. Ich weiß nicht, wieso ich mich persönlich da so schwer tue. Das weiß ich nicht, ob es wirklich an der Framerate liegt. Oder ob es an meinen Skills liegt. Ich vermute, dass es an meinen Skills liegt, die nicht vorhanden sind. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich glaube, dass ihr mich sowas von auslacht.
Dass ich mich so blöd anstelle hier. Ach ja, und da soll Laune aufkommen, ne? Und dann wollt ihr, aber das sind die Momente, wo ich mir immer denke, so, und das sollen die Leute jetzt dann anschauen. Mei, die Stufe hier. Oh, es ist doch mehr wie nervig. So. Von da aus können wir da rüber. Oh, wenn er halt springen würde, aber springt ja nicht. Das ist das, was ich am meisten hasse, wenn man springt, aber das Viech springt nicht. Oder dann springt er zu kurz. Ich hasse es manchmal. Abgrundtief seht ihr, ich habe Anlauf genommen, ich habe gesprintet und er springt trotzdem zu kurz. Ja, ich weiß, er empfiehlt mir immer Jump Maps. Und jetzt war die Framerate schuld, definitiv. Er empfiehlt mir immer Oh Mensch. Also ich muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, ich bin nicht davon ausgegangen, dass das hier eine Jump Map ist. Sonst hätte ich diese Map gar nicht erst genutzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Sonst hätte ich die Map niemals angenommen. Deswegen entschuldigt mich, dass ich das jetzt mache. Ich habe mir nämlich jetzt nach der letzten Folge nochmal Gedanken gemacht, wenn ich es wirklich nicht schaffe, was ich machen kann. Eben weil ich solche Probleme habe mit solchen Maps. Und dadurch habe ich halt lange überlegt und bin drauf gekommen, dass das Ganze mit Too Many Items funktionieren würde. Ich weiß, dass das auch nicht toll ist. Ach, komm, leck mich doch. Nee, also, ihr werdet mich vielleicht jetzt schimpfen. Da gehe ich jetzt auch mal ganz stark davon aus. Aber ich bin davon ausgegangen, dass es keine Jump-Map ist. Und ich hatte einfach keinen Bock, eine Jump-Map zu machen. Ich meine das aber auch gesagt zu haben, als ich die Map angenommen habe. Da wurde mir auch gesagt, dass es einfach ist. Das mag für manche einfach sein. Das mag möglich sein. Aber für mich ist es einfach nicht einfach. Ich kann sowas nicht. Und deswegen bitte ich mich, dass ihr mich entschuldigt, dass ich jetzt schon wieder auf Cheats zurückgreife. Ich versuche, den größten Teil zu schaffen, ohne zu cheaten. Das mache ich gerne. Aber ich kann euch dann nicht garantieren, dass ich das so schaffe. Und deswegen, sorry, aber ich muss manchmal einfach doch in Creative umschalten. Seid mir nicht böse. Ich wollte keine Jump Map machen. Ich kann Jumps einfach nicht. Es ist ja nicht so, wie wenn ich es nicht ausprobiert hätte. Und ich finde es auch super, dass sie mir Tipps gibt. Dass sie mir sagt, ja, jetzt nicht an der Wand entlang oder so. Schaut, ich meine, jetzt komme ich da schon nicht mal mehr darauf. Es ist doch zum junge Hunde kriegen. Oh Mensch. Oh Mensch. Es ist so ärgerlich. Was mache ich denn jetzt falsch, dass ich jetzt plötzlich nicht mehr dahin komme? So, jetzt dann aber. Nee, und wie gesagt, wenn ich schon sage, es ist nicht gut für mich, eine Jump Map zu machen, dann hat es seine Gründe. Wie gesagt, danke für eure Tipps, aber ich nehme auch die Tipps nach wie vor gerne an, aber in mancher Hinsicht schaffe ich es halt einfach nicht, wisst ihr? Und dann kann ich nicht mehr machen, als zu sagen, sorry, aber nein. Vor allem wie jetzt, wenn diesen scheiß Regen die scheiß fucking Framerate mich wieder stresst. Es ist einfach ärgerlich. Natürlich ist es für euch auch ärgerlich, wenn ich jetzt hier total cheate. Aber ich dachte halt, Zelda-Map und ja, das ist halt so ganz normale diese Kampf-Maps. Wo man eben kämpft, von dem bin ich ausgegangen. Und dementsprechend habe ich mich halt auch sehr auf die Map gefreut. Und die Map gefällt mir grundsätzlich wirklich. Also seid mir bitte, bitte, bitte nicht böse, dass ich jetzt schon wieder geschummelt habe. Wenn ihr andere Maps für mich habt, die nichts mit Jumpen zu tun hat, nur her damit. Die nehme ich wirklich ganz gerne an, aber keine Jump-Maps. Im Moment nicht. Nicht bevor ich trainieren konnte. Guten Tag, junger Mann. Wir haben zwei Bücher erhalten. Einmal Tipp des Mannes. Wie du schon gemerkt hast, sind wir also die Männchen mit Kürbissen als Köpfe Menschen. Aber was du vielleicht noch nicht weißt, ist, dass die mit dem leuchtenden Kopf wichtig sind. Du musst im Adventure-Mode bleiben.
Alles funktioniert ohne Blöcke abzubauen oder setzen. Du kannst überall Goldnuggets finden. Sie sind ein Score, aber zudem auch unsere Währung. Es ist alles schaffbar und wurde geprüft, also no hacks. Nichts sollte zu schwierig sein. Ach so, bin ich doof, Tim. Das hatte ich ja schon gelesen. Wie ich sehe, bist du nun ein Rekrute. Haha, du heißt Link, oder? Woher ich das weiß? Sag mal, hältst du mich etwa für taub? Ich hab dich tagelang beobachtet. Ja, mein munteres Bürschchen. Findest du nicht auch, dass das Schloss ein wenig traurig aussieht? Kein Wunder, da ist auch kein Mensch mehr drin, außer die Prinzessin. Ach Mist, jetzt habe ich mich selbst verraten. Ich wollte es dir zwar erst später verraten, aber du zwingst mich dazu. Weißt du, früher war ich auch ein Rekrute, genauso wie du. Später wurde ich sogar zu einer Wache. Ja, das war nach Zeiten, als ich diese Schurken ausgeschaltet habe. Heute ist das aber etwas ganz anderes. Naja, ich wurde mit der Zeit älter und älter. Später sah ich einen schwarz gekleideten Mann. Wenn ich mich recht erinnere, hieß er Nonak. Nonak, was für ein Name? Was? Ja, Nonak, sagte ich. Ich sollte meinen treuen Freund Galor töten und alles so richten, dass es so aussah, als ob er Selbstmord begangen hätte. Das hätte ich natürlich nie getan. Aber weißt du, was er mir anbot? Die Unsterblichkeit. Ich war so dumm und stur und tat alles so, wie Nonak es mir befohlen hatte. Ich erhielt meine Unsterblichkeit und floh, denn die Wachen hatten trotz aller Mühe und dem meisterhaft durchdachten Plan irgendwie gemerkt, dass ich Galor umgebracht hatte. Ich war die allerbeste Wache. Nichts und niemand, außer Spinnen, konnte mich aufhalten. Und ich floh und ließ alle im Stich. Als ich nach ein paar Jahren wieder hierher kam, war niemand mehr im Schloss. Alle tot und niemand dort. Nur noch die Prinzessin Zelda hatte es überlebt. Von dem König wusste man nichts. Manche sagen, er sei lebendig verbrannt und vom Wind verweht worden. Andere sagen, dass er tief unter dem Schloss, wo noch Nonak wohnt, gefangen ist. Aber er kann uns nicht helfen. Zelda wurde von Nonak am höchsten Punkt des Schlosses zwischen den zwei Türmen gefangen genommen. Nur noch sie hat die Kraft, das Schloss von dem Fluch zu befreien. Geh und befreie Zelda. Sie ist die einzige Hoffnung für mich, um wieder sterben zu können. Ich will nicht mehr zusehen, wie meine Geliebten von mir gehen. Und nun geh ins Schloss und befreie die Prinzessin. Ich bin nun leider zu alt dafür. Pass auf dich auf, Link. Wir wollen doch nicht, dass du dir etwas zustößt. Ja, ich weiß, ich kann die Lachen nicht gut. Jetzt können wir da einmal rundum gehen. Gucken, ob hier irgendwas versteckt ist. Scheint aber nicht so. Dann haben wir das jetzt also schon mal geschafft. Ja, alles wieder mit Cheats, ne? Alles wieder mit Cheats. Schrecklich, 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 schrecklich. So, dann heißt es jetzt also, wir müssen zum Schloss. Das Schloss, das nicht, machen wir in der nächsten Folge. Gucken wir mal, was uns da erwartet. Ob es wieder Jumps sind? Ich weiß es nicht. Ich habe die Komplettlösung nicht weit gelesen. Eigentlich nur, wie ich hier raufkomme. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bitte, bitte schimpft nicht zu sehr mit mir, dass ich schon wieder geschummelt habe. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss!